Ich hoffe, es liegt auf dem Weg. Ja. Wir sind hier ein bisschen fußlahm unterwegs. Oh, da ist schon wieder so ein Hund. Nicht schon wieder. Das ging zum Glück schnell. Wir können jetzt schnell laufen, wenn wir. Tür zum Gästehaus. Ich gehe da mal hier kurz rein. Vielleicht hätte ich auch einen Ausnüchterungstrank. Wir können bei ihr vom Lagerfeuer. Ich habe vergessen, wie man die. Wie man die Sache mit dem. Mit der Meditation macht. Abigail. Was wollt ihr? Hallo. Ist alles ein bisschen verschwommen, aber gut. Ich fand eure Nachricht. Sehr gut. Habt ihr die Bagestenschädel? Allerdings. Habe ich. Sie gehören euch. Wenn ihr zahlt. Ich wusste, ihr würdet es schaffen. Und nehmt diese Alraunwurzel. Sie könnte euch von Nutzen sein. Und Bezahlung? Darf ich euch etwas fragen? Wenn es sein muss. Das haben wir sie schon gefragt, da hat sie wahrscheinlich nichts dagegen. Wie ich sehe, habt ihr Alwin aufgenommen. Denkt ihr, ich würde eine Waise im Stich lassen? Davon abgesehen hat er Potenzial. Was meint ihr damit? Er besitzt Macht, die er wohl nicht kontrollieren kann. Jetzt schläft er erstmal mit Hilfe der Kräuter, die ich ihm zusammengemischt habe. Macht, die er nicht wie kontrollieren edel kann. Von euch. Nur wenige würden in diesen Zeiten ein zusätzliches hungriges Maul bei sich aufnehmen. Achtung, Spaldo. Der Winter rückt nicht. Ich weiß nicht, vielleicht. Wenn ich hungrig bin, esse ich ihn auf. Die Dörfler glauben das zweifellos. Sie halten mich für ein Ungeheuer. Seid ihr eines, Abigail? Sie ist auch ein Hexer. Ist eine Hexerin. Ja, schlafen, das wäre vielleicht nicht schlecht. Ah ja, hier können wir jetzt meditieren. Okay. Wir haben Talente. Können wir hier was? Können wir nicht. Ah doch, können wir hier. Rufhandel. Das können wir verstärken. Und hier haben wir noch nicht die Talente. Sehr gut, Rufhandel. Schaltet Machtverstärkung. Faustkampf frei. Fordert Bronzetalent. Oh, sehr schön. Können wir uns noch bei dem Faustkampf stellen? Im Pub. So, meditieren. Bis zum Morgengrund? Nee. Machen wir mal. Bis Mittag. Bis zur Dämmerung. Dann bis zum Mittag können wir meditieren. Let's go. So, wieder ausgenüchtert. Sehr schön. Ihr habt mich gerettet, oder? Ich habe geholfen. Ich frag mich, was jetzt aus mir wird. Wartest du auf deine Leute? Nein, meine Familie ist gestorben. Tut mir leid, Junge. Tja. Ist schon in Ordnung. Ich kannte sie ja kaum. Traurig. Was wollt ihr? Vielleicht habt ihr was, was verkaufen können. Oh, Sumpfungeheuerbuch über Feldpflanzen, das Buch der Tiere. So viel Geld, oh doch, so viel Geld haben wir. Feldpflanzen, Sumpfungeheuer. Ist glaube ich nicht schlecht. Sumpfungeheuerbuch ist glaube ich nicht. Über Bergästen, auch nicht schlecht. Kaufe ich mir. Sumpfungeheuer ist glaube ich auch nicht schlecht, wenn wir das mal kaufen und mal lesen. Alles kostet 200. Ja, gut, dann halt. Eine Lesestunde wollte ich auch nochmal machen. Wir haben ja im Inventar ein paar Bücher. Oder haben wir die schon verloren irgendwo? Ah, hier sehe ich ein paar. Über Bergästen, die haben bei Tunis Prophezeiung. Der Furchtbringer.
Der Furchtbringer, ach, so lang ist das gar nicht. Der Furchtbringer, eine Sammlung von Informationen über ein außergewöhnliches, seltenes Ungeheuer. Ein Furchtbringer. Das Buch fügt dem Tagebuch einen Bestiariums-Eintrag hinzu. Ach so. Können wir es lesen oder ist das jetzt nur... Ach so, schade. Der Text enthält Aussagen von Leuten, die Angriffe da gestern miterlebt haben. Berichte von Augenzeugen liefern viele wertvolle Informationen. Das Buch fügt im Tagebuch... Ach so, im Tagebuch müssen wir es lesen. Müssen wir das Tagebuch lesen. Tagebuch. Quests, Formeln, Ungeheuer. Bargester, der Furchtbringer, Ertrunkener. Ertrunken, das ist wichtig, das Ertrunkene, das... Das hatten wir doch die Quest, da sollten wir mal gucken. Bargests vorkommen. Bargesten sind Gespenster, die nur oft aus der Umwelt, Unterwelt kommen, wenn sie herbeigerufen werden. Bargesten sind furchtlos und können nicht vergiftet werden. Wenn sie aus der Unterwelt kommen, eignen sie sich Körper an. Daher können sie gelähmt werden und Schmerz empfinden. Sind aber auch in gewissem Umfang resistent gegen diese Effekte. Anfälligkeit. Bargesten sind empfindlich gegen Silber und sehr anfällig gegen Niederschlagversuche. Der schnelle Kampfstil ist am wirkungsvollsten gegen Bargesten und erfahrene Hexer. Stimmt ja, den schnellen Angriff, den haben wir schon benutzt. Taktik. Sie versuchen, den Gegner als ganze Gruppe zu umziehen. Haben wir mitgerecht. Wo ein Ballgist auftaucht, folgen weiter nach. Haben wir auch mitgerecht. Alchemie. Bestienfangzähne, Ektoplasma und Todesstaub. Leute sagen, Ballgisten sind Geister, die als garstige Hunde erscheinen und die Lebenden hetzen. Manche Volkslegenden behaupten, diese Ungeheuer seien ein Ableger der wilden Jagd. In anderen Legenden heißt es, dass die Gespenster als göttliche Vergeltung erschienen und Rache verkörpern. In einem freilich stimmen alle Legenden überein. Bargesten kennen den Lebenden über keine Gnade. Ertrunkene, das ist noch interessant. Ertrunkene sind Kreaturen der Nacht. Sie erscheinen an den Ufern von Teichen, Seen und Flüssen. Ah, okay, nachts müssen wir da wohl. Das ist ja auch noch eine Quest. Wir müssen ja noch die Ertrunkenen. Wir müssen einen Ertrunkenen besiegen. Oder mehrere Ertrunkene und müssen dem Geistlichen irgendwie den Schädel oder irgendwas als Beweis bringen, dass wir den besiegt haben. Dann hilft er uns weiter. Und irgendwie müssen wir noch das Feuer irgendwie der Nacht. Irgendwie muss da irgendwie noch funktionieren. Immun gegen Bluten, Blenden und Vergiftungsversuche. Sie sind furchtlos immun gegen Lähmungsversuche und das Zeichen Arxi. Sehr empfindlich gegen Silber und anfällig gegen Niederschlagversuche. Der schnelle Kampfstil ist am wirkungsvollsten gegen Ertrunkene, dachte ich mir schon. Die Hexer verwenden den Gruppenkampfstil gegen mehrere Ertrunkene an. Greifen mehrere in großen Gruppen an und nutzen ihre zahlenmäßige Überlegenheit. Aha, die Taktik. Alchemie, Ertrunkenen, Hirngewebe, Ginanzsäure und Leichengift. Das Gehirngewebe müssen wir wahrscheinlich dem Geistlichen mitbringen. Ertrunkene sind Schurken, deren böses Leben im Wasser ein Ende fand. Sie sind lebendig ertrunken oder wurden nach ihrem Tod in tiefes Wasser geworfen, wo sie sich in rachsüchtige Kreaturen verwandeln, die den Bewohnern von Küstensiedlungen auflauern. Furchtbringer müssen wir jetzt nicht lesen, das hatten wir schon. Also wir haben es noch nicht durchgelesen, aber kennen wir schon. Haben wir schon im Prolog kennengelernt. So, da wir jetzt wieder nüchtern sind. Ich müsste noch mal ein bisschen warten, bis Nacht wird. Auch ja, sie müssen wir noch nach Hause bringen. Wo wohnt die Gute denn?
hier ist ein roter Kreis. Achso, wir was markiert haben. Das haben wir noch auf der Karte markiert. Ja, wo soll man dich denn hinbringen? Wo bist du denn zu Hause? Dann folgt mir erstmal. Gut, ich denke, ich mache mal kurz eine... Ich mache eine kleine Pipi-Pause. Eine kleine Kurzpause. Dann komme ich wieder. Muss mal kurz weg. Ist mal hier ganz gar nicht schlecht. Sekunde, Spiel speichern. Das wäre gar nicht schlecht, bevor ich gehe. So, ich kann leider den Wartebildschirm gar nicht reinmachen, weil OBS im Hintergrund ist. Ja. Ich bin kurz mal weg, bis gleich. Kurze Pipi-Pause, kurze Pause. Bleibt dran. Habt ihr mich vermisst? So, weiter hier jetzt. So. Sie folgt mir weiterhin. Und wenn du mal mit mir reden würdest, könntest du dir sagen. Ich hab nicht die ganze Nacht Zeit. Ja gut, Nacht. Nacht ist gut. wir haben zwischenzeitlich schon übernachtet. Es ging, war so ruhig. Ihr hattet ja Witcher-Musik im Hintergrund. Jetzt laufen wir hier lang. Ja. Zum Kollegen Geistigen. Sagst einfach, wenn wir da sind. Willst du in die Burg rein oder wo willst du lang? Wo ist dein Zuhause? Hast mir ja nicht verraten. Aha. Was aha? Gibt es Probleme hier? Naja, die Cartiona oder wie diese Pest heißt, bringt die Leute um. Und Corona heißt es. Ungeheuer. Was für welche? Da wären Wölfe. Massenweise. Damals gab es das noch nicht. Toten. Elfen und Kobolde. Wölfe, sagt ihr? Jawohl, scharenweise. Die Köter sind wild geworden. Früher konnte ich sie mit Steinen vertreiben. Heute fürchte ich mich zu sehr. Verstehe. Aha. Lebt wohl. Cartiona, das ist... In Wirklichkeit gab es damals schon Coronas. Ich habe es enthüllt, ich habe das Geheimnis enthüllt. Die wussten, also der Geist, die hat es denen bloß falsch gesagt. Die haben es bloß falsch verstanden. Cartiona haben die verstanden. Aber war es Corona. Das ist... Das Coronavirus damals im Mittelalter. Da sind wir was auf der Spur. Was? Nehmt das nicht ernst. Es gibt natürlich einige Experten, die das ernst nehmen und sagen, ja. Das sind dann wieder die Querdenker. Die Covidioten. Das gab es selten im Mittelalter. Das bleibt ein bisschen zurück hier. Kommst auch mal hinterher. Du weißt ja gar nicht mal, wo du hin musst, aber gut. Du sagst dann einfach Bescheid, wenn wir da sind, oder? So, hier sind wir gleich wieder beim Geistigen. Wir sollten noch meditieren bis zum Abend. Weil nachts müssen wir hier ein bisschen was machen. Ihr entführt Kinder und macht sie zu Hexern. Ihr solltet... Schnauze. Ich
hast recht. Schnell. Was hat man das schon? Wir müssen erst einen Ertrunkenen. Adieu. Wir müssen Ertrunkenen retten. Bei Nacht. Konnte sie mich nur so können wir irgendwo rein und bis zur Nachtpause machen? Großmutter. Da muss etwas zugestoßen sein. Aha. Tja, wo ging denn das gleich nochmal? Gerade eben ging das von selbst. Die Madame wartet noch vor der Tür oder was? Haben wir eine Feuerstelle? So. Ging das hier auf dem Holzschädel? Medaillon. Kein Kampf. Arztzeichen. Zeitort sicher. Tja, ich habe keinen Plan. Das können wir bestimmt an einem bestimmten Ort machen. Wir sind da. Ach so. Dank. Sehr gut. Wie kann ich euch das vergelten? Werden wir uns wiedersehen? Ich weiß nicht. 120 Geld. Ich wohne bei meiner Großmutter und möchte sie lieber nicht schockieren. Was würde sie denn schockieren? Alles. Es sei denn, wir würden zusammen beten. Aber ich kenne da eine alte Mühle. Abgeschieden und ruhig? Genau. Aber die Leute sagen, es spukt dort. Nicht, dass der Geist des Müllers uns stört. Dein Gesicht hier weg. Gespenster würden es nicht wagen, einen Hexer zu stören. Andere bleiben diesem Ort aus Angst fern. Gut. Wir sehen uns morgen nach Sonnenuntergang. Bringt ihr den Wein, ich sorge für das Essen. Gut, Quest abgeschlossen. Nachtigall verspätet sich. Lasst euch nicht töten. Jetzt müssen wir es irgendwie Nacht werden lassen. Abgeschlossen. Irgendwie das ewige Feuer müssen wir noch besorgen. Ich weiß nicht, was das ist, was das jetzt hier. Ein Ammärchen. Der Geistliche hat es selbst. Ich würde meine 7 Kinder hergeben, wenn der Preis stimmt. Ich würde meine 7 Kinder bringen, wenn der Preis stimmt. Was zum Henker? Was ist da gerade gesagt? Nein. Tja. Vielleicht laufen wir hier einfach mal weiter. Der Geistliche meinte, dass wir zu wenig beten. Vielleicht finden wir irgendwo noch ein Wort. Vielleicht finden wir hier noch irgendwo ein Ort, wo wir irgendwo Rast finden können. Ihr entführt Kinder und macht sie Schnauze. Ihr euch ich entführe keine Kinder und mache sie nicht zu Hexern. Abigail's Haus. Vielleicht können wir zurück zu Abigail's Haus und dort mal ein bisschen. Eine Ruhe finden. Odos Haus. Hier ist noch ein Lagerfeuer. Höhle unter den Mauern, da wollten wir auch noch mal hin. Vielleicht wird es dann zwischen mal Nacht. Höhle unter den Mauern. Hier müssen wir zur Burg und dann. Und dann links halten. Die Bestie rief ihre gespenstischen Diener herbei. Konnte sie mich nur so behandeln? Können wir hier eigentlich mal das Schwert ziehen? Ist das möglich? Können wir mal hier gerade. Kein Kampf. Und was ist das? Ein paar Dorfbewohner verkloppen.
Okay, hier kommen wir nicht lang. Ich komme mal hier irgendwo runter. Ich bin müde. Ach so, ja, sehr gut. Ja, jetzt dort in die Richtung. Das ist die Höhle unter den Mauern. Vielleicht finden wir dann noch was Interessantes. Hier ist noch die Gruft. Da müssen wir hin zur Gruft. Da gab es doch eine Quest. Aber jetzt erstmal zur Höhle unter den Mauern. Hier, Eingang zur Höhle unter den Mauern. Was auch immer in dieser Höhle haust. Freundlich. Freundlich wird es nicht sein. Oha. Sieht die Wand gefährlich aus. Oh nein, nicht wieder diese Pflanzen. Zieh das Schwert. Na komm. Die Pflanzen. Angreifen. Oha. Man hat den Kampfstil drauf. Gruppenkampfstil, starker Kampfstil. Wir haben noch nicht einen Schaden hier. Ach Scheiße. Wir haben dir noch keinen Schaden zugefügt. Ich hau mal lieber ab hier. Lassen wir mal sein. Ab zur Gruft. Hier mal gerade einen Trank einsetzen. Das bringt hoffentlich Heilung. Ein bisschen. Der Mickrige sollte es das nicht wert. Was meckert ihr hier, Wachen? Auf die Karte gucken. Da müssen wir einmal hier. Mühle haben wir ja. Ah, das ist vielleicht auch interessant. Na, da drüben die Gruft. Über die Mühle wurde uns auch was gesagt. Eine neue Region wird betreten. Mühle. Abgeschlossen. Für die Aktion mit der Höhle dort unten unter den Mauern sind wir vielleicht noch zu schwach. Müssen wir vielleicht noch ein bisschen was lernen. Kämpfen lernen. Ja, durchs Wasser warten. Können wir nicht das Boot nehmen. Dann halt hier wieder zurück. Gehen wir auf der anderen Seite des Ufers entlang. Können wir einfach durch Wasser laufen. Einmal quer durchschwimmen. Schade. Geht nicht. Die Mühle ist auch verschlossen. Okay, was haben wir hier? Müllertor abgeschlossen. Aha. Da kann der Müller in die Stadt kommen. Der hat da seine Mühle draußen vor dem Tor. Und kann durch das Tor hinein mit seinem Schlüssel und kann dann die Sachen abliefern. So, hier nochmal den Umweg nehmen. Auf welchen Einstellungen spielst du das Spiel eigentlich? Ich glaube relativ Standard. Müsste relativ standardmäßig sein. Auf diesen Einstellungen. Hier. Hier. So. Hast du mal gesehen? Auf diesen Einstellungen. Ganz genau auf diesen Einstellungen.
ist das wichtig, auf welchen Einstellungen ich spiele. Ich glaube, relativ Standard. Ich habe da relativ wenig eingestellt. So wie das Spielkram. So wie ich es gedownloadet habe bei Steam. So, mal auf die Karte gucken. Die Mühle haben wir jetzt freigeschaltet, da ist jetzt der Fleck nicht mehr. Hier unten gibt es auch noch was freizuschalten. Die Gruft, zur Gruft müssen wir jetzt. Am Schrein vorbei zur Gruft. Einfach nach Osten. Weiter nach Osten laufen. Ich kann mal hier auf dem anderen Ufer weiter entlang laufen. Bezweifle es stark. Da scheint es nicht rüber zu gehen. Müssen wir halt hier auf dem Weg nach Osten. Naja, mit Einstellungen war generell die Grafik gemeint, aber viel scheint das Spiel nicht zu haben. Hat mich nur interessiert. Ja, ist ja schon, die Grafik ist ja schon verbessert. Das ist ja die Remake-Version. Advanced Edition spielen wir ja. Also es ist ja nicht Witcher 1, es ist schon Witcher 1. Es ist nicht die Standard-CD, sondern ist schon aufpolierte Grafik, so ist es nicht. Naja, ab und zu die Haare, man sieht die Haare ab und zu mal flackern, aber es ist schon. Ich glaube, wenn man das, es ist schon eine HD-Remaster-Version. Ich glaube, wenn wir das Original spielen würden, von 2007, ich glaube 2007 war das, oder? Als Witcher 1 rauskam. Medaillon des Hexers. Aha, okay. Ort der Macht. Ihr habt den Ort der Macht gefunden, was möchtet ihr tun? Ich weiß nicht. Oh, scheinbar hat es was gemacht. Wir sind mächtiger geworden. Grufteingang. Hinein mit uns. Es scheint, als sei die Frau am Inhalt dieser Flasche gestorben. Die Ghule sind wegen ihrer Leiche hier. Ja, die Ghule mussten wir auch nochmal abschlachten. Das war auch noch eine Mission. Dunkle Bereiche. Tippt in dunklen Bereichen die Höhlen und Gewölben. Solltet ihr den Trank Katze zu euch nehmen oder eine Fackel anzünden, um die Sicht zu verbessern. Wir haben einen Trank namens Katze.